Liebe Freundinnen und Freunde, ich möchte kurz eine Geschichte nicht, aber erinnern an eine Sache, die ich mal erlebt habe, doch eine Geschichte, und zwar auch unterwegs gewesen als Tramper und habe da Obdachlose auch getroffen, die unterwegs auch waren, nicht als Tramper, sondern da gestanden waren und habe mich mit denen unterhalten und da kamen so ein paar Informationen, die ich auch gar nicht wusste zu dem Zeitpunkt. Die eine Information war, dass eben man immer nur 3 Tage am Ort bleiben darf, ja, da muss man weg sozusagen, an der Stadt, um dort wieder dann Geld zu bekommen von der Stadt, dass man dazwischen oftmals nicht immer die Möglichkeit hat, auch eine Dusche zu nehmen, weil das ist ja immer schwierig dann mit einer Zeit, ihr wisst es, Körperdünste und dergleichen, und dass man natürlich dann automatisch immer mehr ausgegrenzt wird. Und gerade jetzt in der Zeit, Weihnachtszeit, kalte Jahreszeit, werden wir wieder viele Menschen sehen, die draußen sind, die teilweise, ich habe es in der Schweiz gesehen, aber auch in Berlin gesehen, sich einfach mit Pappdeckel zudecken, die sie finden auf der Straße, die sie dann als Oberbekleidung verwenden, um nachts schlafen zu können. Das sind Dinge, die natürlich uns alle berühren, logischerweise berühren müssen, berühren sollen. Heißt aber auch, dass wir teilweise auf manchen Augen in Verwaltungsseite blind sind. Dass wir Dinge nicht wahrnehmen und deswegen unbedingt auch mit offenen Augen und Ohren in der Stadt umhergehen müssen, in den Latifundien und auch in den Gemeinden da konkret darauf hinweisen müssen, dass wir ausreichend Plätze brauchen, um Obdachlose aufnehmen zu können. Ein Fall war mal, das bin ich mir sicher, das passiert ist nicht wieder, in Landau mal passiert, in der Südpfalz, dass jemand wirklich rausgefahren wurde von der Polizei auch und woanders hingebracht wurde, weil die Zeit rum war. Das ist allerdings schon über 15 Jahre zurück, Herr Landauer, keine Sorge. Ja. Das heißt, hier muss natürlich auch der Verwaltung auf die Finger geguckt werden und gehauen werden teilweise, wenn sie mit diesen Bevölkerungsgruppen, die wirklich unterste Rad in der Kette sind, ja, leider in der Sozialkette sind, wenn sie damit abrupt rumgehen. Und das heißt, wir müssen wirklich Sorge tragen, dass keiner aller, die quasi bei uns in Deutschland leben, verloren geht. Auch mit der Versorgung mit Arzneimitteln. Gleiche Problem. Viele haben nicht die Möglichkeit, zum Arzt zu gehen. Und es gibt Leute, die haben keine Karte, gar keine. Die leihen sich Arzneimittel von anderen aus. Mein Bruder hat es mal gemacht für eine Frau. Mit den Folgen, dass das vielleicht gar nicht passt. Dass sie dann vorübergehende Versorgung haben, aber nur vorübergehend. Also da ist natürlich auch wichtig, dass wir schauen, dass da jeder in der Kette drin bleibt und niemand verloren geht. Vielen Dank.